What a waste of time. Oh ja, ein Frosch. Wow. Sechs, okay. Jetzt bräuchte ich das. Ja, egal. Das war's mit dem Frosch. What are we waiting? Oh, aber sowas von mitgenommen. Aber so. Ich würde den jetzt gerne da reinschieben. Danke. Ja. Au. Au. Hallo? Nein, 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 halt, ey, ja, Nein. Ganz und gar nicht so geplant. Im Prinzip müsste ich doch jetzt hier auf den Block rennen. Ach, das ist doch hoffentlich. Aber hoffentlich ist das doch. Hier kann ich auch nicht rüber. Ach, Mensch, ich komme an den blauen Block ran, endlich. Ja, so macht das Ganze doch Sinn. Hey, du bist kein gelber Block, du darfst nicht hin und her fahren. Das stand so nicht in den Regeln. Hey. So, Kletterkraxel. Nein, ich kletter erst hoch und guck mir das Ganze weiter an. Okay. So, und Block Nummer 1 rein. Ey, ach Mann. Jetzt wird es langsam geringfügig chaotisch. Ja, du gib Gas da. Ah, du bist doch eine Pfeife, Kellis. Du bist einfach zu langsam, mein Alter. So, hoch. Da kletter ich lieber erstmal darauf, bevor ich da irgendwas schiebe. Obwohl, wenn ich den schiebe, fällt der runter. Und mit ein bisschen Glück trifft's das Löchlein. Ja, schieb, 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 schieb. Gut. Na gut, er trifft nicht das Loch. Ich könnte ihn jetzt ins Loch, könnte ich ihn werfen, schubsen, Dings, was auch immer. Na so, ergibt das doch Sinn. Weiter geht's.
Schieb doch! Ich glaube, das Ding kann ich irgendwie da nicht wirklich reinschieben. Das ist doof. Na, also, geht doch. Juppidu, habe ich in der Ebene vorher was übersehen? Zurück, zurück. Ich will noch nicht weiter. Ich will die Kiste. Los, komm, Block. Brennender Schild. Ja. Verteidigung, Einfrierresistenz, ist okay. Ja. So, Block, nur komm zurück, ich habe keine Zeit. Vielen Dank für deine Kooperation, Block. Ich sag da jetzt nichts weiter zu. Das hätte man bestimmt irgendwie besser organisieren können. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ja, 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 los, hopp! Ah. Also das war jetzt doof. Das war einfach nur doof. Doof gemacht. Ich guck mich erstmal um. Also da wäre ein Block in die nächste Ebene, theoretisch. So, den Block kann ich da runterschieben. Den Block kann ich hier runterschieben. Dann müsste ich irgendwo den Block, der da steht, noch überreden, da hinten reinzufassen. Ja, das könnte eventuell... Schauen wir mal. Machen wir mal wieder Licht an. Also. Sonst passiert hier wirklich nichts gut. Fangen wir mal hiermit an. Andererseits könnte ich den Block natürlich auch hier reinschieben. Für den Fall, dass da dann was steht, könnte ich den Block da hinten auf die Ecke schieben. Aha. Das bringt mir immerhin eine Truhe. Ach, das ist doch ganz einfach gelöst. Meine Güte. Ich mache mir das aber noch. Nein, halt, das geht nämlich nicht. Habe ich den an der Wand, kriege ich den ja nicht mehr davon weg. Dies ist mein Problem hierbei. Doch nicht so einfach gelöst. So, ich muss jetzt erstmal den Frosch in den Arsch drehen. Dann kann ich hier schon mal die Truhe ergattern. Rhapsody. Nein, das ist natürlich wieder was für Liu. Von unserem Musikmoment halt. Das war jetzt so nicht geplant. Wenn ich den Block von da, habe ich ja hier reingeschoben. Wenn ich den stattdessen, wenn ich den Block da reinschiebe, komme ich ja nicht dran, um den da reinzuschieben. Thank you.
blauer Block in der Nähe, zufällig. Im gelben hier kann ich noch nichts anfangen. Ja, das würde gehen. Nehmen wir das Feuer nochmal mit und schlucken sie da raus. So. Dich, roten Block hier brauche ich gar nicht. Ich schieb dich mal hier rein. Dann die Plattform raus und alles ist toll. So. Zack. Nein, ey, hochklettern habe ich hier nicht angeordnet. Aber das. Und schieb, schieb, schieb. Schieb noch mehr, schieb, schieb, schieb. Uninteressant, Kiste ist ja weg. Aber. Ups. Klappt das jetzt schon? Dann möchte ich noch das kleine Stückchen vorbewegen, bis der ganz auf der Kachel steht. Ich glaube, ich muss den noch. Das war zu weit. Egal. Push. Ja. Ich würde sagen, das nenne ich mal eine Kettenreaktion. Oh, Speicherblumen, cool. Dafür würde ich sogar den Frosch umknüppeln, wenn der nochmal zurückkommen würde. Nein, nicht da hoch. Oh, ich hasse es. Also so schön das jetzt ja auch gemacht ist, dass man hier jetzt andauernd einfach nur geklettern muss, wie bescheuert. Nein! Ist einfach nur nervig. Nichts weiter. Nerv! Oh, meine Fresse. Und jetzt darf ich das ganze Ding hochklettern. Na, wie geil. Dann wahrscheinlich noch eine halbe Stunde auf diesen dämlichen gelben Block warten. Ich bin total begeistert. Das ist unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Ja, natürlich. Der ist weg, bis ich da bin, weil ich muss ja hier klettern. Genau. Total geil.